Auch wenn das letzte Monatsupdate von Battlegrounds schon ein wenig her ist, werde ich in diesem Video die wichtigsten Neuerungen einmal kurz zusammenfassen und schon meine ersten Erfahrungen dazu mit euch teilen. Schon mal vorweg, keine Sorge Leute, ich werde nicht 15 Minuten lang über die Neuerungen des Patches reden. Am Ende habe ich nur das Finale einer schicken Runde, die ich in den letzten Tagen nach dem Patch hatte, mal rangehangen. Die wichtigste Neuerung wird wahrscheinlich die VSS sein. Die VSS ist ein schon standardmäßig schallgedämpftes Scharfschützengewehr mit einem festen Viererscope, welches mit 9mm nachgeladen wird und eine Magazingröße von 10 Schuss hat. Als Aufsätze lassen sich zum Beispiel nur noch ein Cheekpad für Stabilität oder eine Magazinerweiterung hinzufügen. Die VSS reiht sich meiner Meinung nach in der Mitte der Waffenskala ein. Sie ist nicht perfekt und hat vor allem auch auf weitere Distanzen ihre Probleme, kann aber für einen guten Überraschungsmoment auf einen Gegner sehr hilfreich sein, vor allem da durch den Schalldämpfer die Hörweite sehr gering gehalten wird. Würde ich die VSS aktuell selbst öfter nutzen? Eher weniger. Auch wenn die VSS schallgedämpft ist, ist sie durch ihre geringe Magazingröße im Nahkampf sowie dem Bullet Drop und der Kugelgeschwindigkeit auf Distanz keine Alternativwaffe für ein Gewehr. Ich bevorzuge da als Zweitwaffe eher Shotguns, MPs oder die anderen Scharfschützengewehre, da diese ihren Zweck besser für die jeweilige Situation erfüllen können. Auch hinzugefügt wurde ein Motorrad ohne Beiwagen. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt ungefähr 150 km/h und macht es somit zum aktuell schnellsten Fahrzeug im Spiel. Dazu ist es nun auch möglich, beide Motorräder mit Steuerung, Leertaste sowie Q und E in der Luft zu kontrollieren, um Rollen auszuführen. Anscheinend gab es laut Entwickler auch Probleme, die die Genauigkeit beim Feuern durch das Viererscope beeinträchtigt haben sollen. Diese wurden nun durch eine neue Rendermethode korrigiert. Nicht ganz bekannt ist mir, ob dies nur für das Viererscope galt. Bekannt ist aber, dass dieser Fehler bei Pistolen noch bestehen soll und daran gearbeitet wird. Der Schaden pro Kugel von der Vector wurde nun leicht verringert sowie die Streuungszunahme pro Schuss erhöht. Die S1897, S686 und S12K wurden zudem auch genervt und machen nun pro Schrotkugel etwas weniger Schaden. Der Schaden der AKM pro Kugel wurde leicht erhöht sowie der Rückstoß verändert. Machen diese Änderungen meiner Meinung nach einen entscheidenden Unterschied? Ich sage nein. In den letzten Tagen konnte ich keinen wirklichen Nach- oder Vorteil durch diese Änderungen erkennen. Garagen haben ab jetzt auch keine 100%ige Chance mehr, dass ein Auto darin spawnt. Laut Entwickler war dies ein Fehler, der jetzt behoben worden ist. Und hier noch ein paar andere kurze Infos. Es wurde teilweise behoben, dass man in Gegenständen feststecken bleibt, sowie manchmal Munition nicht richtig lootbar war. Zerstörte Autos sind jetzt auch durch eine neue Brandtextur besser erkennbar und der doppelte Mapmarker-Bug wurde behoben. Den Fehler, dass man keinen Regen mehr in Regenrunden hört, wurde jetzt auch behoben, also da bitte drauf achten. Auch bleiben Granaten nach dem Splintziehen und folgendem Waffenwechsel nicht mehr an einem kleben. Das zweite Monatsupdate hat sich neben Änderungen am Gameplay auch viel an der Client-Performance konzentriert. Nach dem Update erhielt ich persönlich um die 10 bis 15 FPS mehr. Das wäre es eigentlich schon im Großen und Ganzen gewesen. Es gibt noch viele kleine Änderungen, die könnt ihr alle in der Videobeschreibung finden. Da ist der Link zu den ganzen Patch Notes, einmal in Deutsch, einmal in Englisch. Und damit bin ich erstmal raus. Viel Spaß noch mit dem Gameplay, war eine super Runde und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bitte auch nicht vergessen, mir einen Daumen da zu lassen. Bis dahin. Nein! AWM, was machst du? Haben wir noch einen Schuss? Einen einzigen Schuss. Ja, geil. Ich hab dich schon super lange. Da hinter mir ist auch einer. Der muss als erstes pushen. Nehm schon mal einen Boost. Na, mach die Zone dich nicht putt, mein Freund. So, ich muss nicht so weit laufen. Aber du kriegst jetzt ordentlich Schaden, ha? Ja, ich glaube, der ist tot. Der wird tot sein. Ja. Jetzt wird er mich mitnehmen, so ein Arsch. So ein Arsch, wer, der hat mich jetzt mitgenommen.
Er ist außerhalb der Playzone gestorben. Oh, oh, was ein Arsch. Was ein Arsch. Ja gut, ich bin ja auch leicht ein Arsch, ha? Ja, guck dir mal meine Zone hier an. Ist aber nicht so geil. Wir nehmen mal unser Medkit. Das Medkit für echte Männer. Weil hier ist super offenes Feld, das ist mein Problem gerade. Und hier müsste ich dann rüberlaufen. Na dann mach's gut, Buggy. War schön mit dir. Guck jetzt erstmal, dass ich meine Zone sichern kann. Ich weiß leider nicht. Deswegen gehe ich immer um den Baum rum, weil ich leider nicht weiß, wo jetzt einer sein könnte. Ah, da vorne ist einer. Okay. Nee, das ist Baumstumpf. Baumstumpf. Wir haben ja nur noch 5 Leute. Guck mal, da ist einer. So, da haben wir nur noch 4. Ah, oh, ich hasse Häuser im Finale. Da hatte ich schon mal ein Finale hier oben. Hallo, lieber Mensch. Hallo. Komm, wir gehen den looten. Ich brauche ein paar Boosts. Reicht. Muni habe ich. Na gut, Muni passt. Mehr brauche ich nicht. Die paar Kills jetzt hier noch. Sekunden. Haben die nicht eigentlich gesagt, die haben die Zeit bei den letzten 2 Zonen hochgestellt? Waren die dann schneller? Weil irgendwie kommt es mir nicht so vor. Zweitwaffe? Na, passt schon. Ich mag das nicht, sich während des Spiels noch umzustellen. Ist nicht so meins. Passt schon. Ich will lieber mit dem einem Equip durchspielen und dann weiß ich, okay, mit dem hat es geklappt. Nächstes Mal mache ich es vielleicht anders. Ja, da vorne läuft er. Ah, das war nicht so clever jetzt gerade. Aber dafür kriege ich den von hinten, glaube ich. Ah, ich sehe ihn. Okay, ich glaube, er hat mich auch gesehen. Zone wird viel ziehen auch. Muss ich eigentlich die ganze Arbeit machen oder killen die sich auch mal irgendwie? Ist nicht witzig, Leute. Ist echt nicht witzig. Von hier oben ist kacke. Aber ich werde es. Weiß gar nicht, ob ich jetzt rangehe, weil oben, von oben ballern wäre schon ganz cool. Wenn ich unten hingehe, dann muss ich auf jeden Fall in ein Haus rein. Was ich nicht so geil finde. Habe ich halt jetzt keine Deckung erstmal. Ah, da oben, ich sehe einen. Ah, schade. Nicht gezeigt. Ja, nicht getroffen. Ach, das Vierer-Scope ist gefixt hier. Was ist da los? Nehmen wir einfach das Achter. So. Hat doch geholfen gerade. So, was mit den anderen beiden? Komm, ihr könnt euch jetzt mal killen. Oder soll ich die Kills auch machen? Ist schon fies, ja. Spoon muss alles machen.
Ah, oh, das sind bestimmt irgendwelche Hausleute jetzt, ha? Lass mich raten. Einer ist da unten in vielleicht in einem kleinen Haus, einer ist hier in dem dicken Haus. Gut, wenn der aus dem kleinen rauskommt, den könnte ich dann noch holen. Ich denke mal, da oben wird der andere Typ schon alles geklärt haben, ja. Oder beide sind im selben Haus. Wie witzig ist das denn? Ich habe vier First Aids. Ist das nicht schon die letzte Zone? Oder wird die noch kleiner? Nee, wird noch kleiner. Oh, oder hier ist noch einer im Kabuff drin. Kann man, glaube ich, nicht reinschießen, ne? Probier es einfach mal. Ach, guck mal, da hinten. Da hinten war er gerade. Ah, und da ist der andere. Ich versuche den erstmal nur ein bisschen zurückzuhalten, dass der nicht so nah an mich rankommt. Also die müssen raus? Nee, die müssen nicht raus. Die könnten im Haus bleiben. Das Haus ist in der letzten Zone drin. Ich würde mir sogar wünschen, dass der Typ reingeht, weil, na gut, da müsste ich auch mit rein. Na, die trifft halt nicht. Oh! Ah, schade. Die ist nicht über die Mauer rüber gehüpft. Zone kommt jetzt auch. Mal gucken. Ja, in dem Kabuff ist bestimmt einer drin. Ich habe keine Nade mehr, Leute. Ich kann da nichts mehr reinwerfen wie ein Irrer. Und das wird dann irgendwann so enden. Der andere Typ, der wird sich nicht bewegen. Ja, dann wird es jetzt ein Hochheilfest werden. Ist so. Der ist im Haus oben drin. Ihr könnt auch den Balkon runter springen. Mein Problem jetzt gerade. Ich werde mich hochheilen. Ich werde es hochheilen probieren. Weil was soll man jetzt anderes machen? Ich könnte noch rein, aber ich habe leider keine Granaten mehr. Ich denke mal, der Typ wird auch nichts mehr haben. Nee. Wenigstens die Fahne noch mitnehmen. So muss das. Werde dann reinlaufen und versuchen, mich noch hochzuheilen. Ansonsten habe ich keinen Plan. Ich will ihn jetzt nicht pushen, weil ich muss eben durch die Tür pushen. So habe ich noch eine bessere Chance. Es sei denn, der Typ denkt sich auch, okay, ich push jetzt. Aber ich denke mal nicht. 15 Sekunden, okay.
Hier müsste ich ungefähr in der Mitte sein. Yo! Sauber! Yo! 12 Kills! So muss das! So muss das einfach!